Herzlich willkommen zu einem weiteren Hoffnungswort aus der Seelsorger Region Brieg. Heute aus meinem Studio hier in Riedbrieg im Pfarrhaus. Wir haben die Hoffnung, dass der Glaube die Basis für unser Leben ist. Und wir können aus dieser Hoffnung unser Leben und unseren Lebenszweck wagen. Wie der Abraham, der uns in diesen Tagen in der Lesungen von den Gottesdiensten dort begleitet. Abraham hat es nicht leicht. Kinderlos und hochbetagt kehrt er die Versprechungen vom Herrgott, dass seine Nachkommen so zahlreich sein werden wie die Sterne am Himmel. Glaube meint Vertrauen. Und das wird dadurch deutlich, dass der Abraham auf Gottes Zusage: Fürchte dich nicht, ich bin dein Schild, dein Lohn wird groß sein. Sehr mutlos antwortet: Herr, mein Herr, was willst du mir schon geben? Etwas später, nachdem ihm der Herrgott den Nachkommen so viel wie die Sterne versprochen hat, heisst es kurz und knapp: Abraham hat dem Herrgott geglaubt und der Herr hat ihm das als Gerechtigkeit angerechnet. Gegen alle Vernunft kann der Abraham das glauben, was erst in der Zukunft wird passieren. Also er träumt sich auf das zu bauen, was erst wird sein. Er bleibt nicht in der Vergangenheit stecken, idealisiert oder beklagt, was früher besser war, sondern geht buchstäblich nach vorne in eine von Gott versprochene Zukunft. Liebe Leute, nehmen wir doch Abraham zum Vorbild für unseren Glauben und schöpfen wir Mut für unseren Alltag. Schauen wir vorwärts auf unser Leben und vertrauen wir darauf, dass Gott mit seinem Segen uns dort begleiten. Ich wünsche euch einen gesegneten Sommer. Bleibt gesund und bis bald, wenn es wieder heisst, ein Hoffnungswort aus der Seelsorgerregion Brieg.